Es geht ganz schön weit runter. Immer noch keinen einzigen Gegner gesehen. Ich habe den Verdacht, ich sollte hier rauf. Oh, da haben wir einen Gegner. Kleriker von Bar. Tot. Noch mehr Kleriker von Bar. Wow, Dalana ist gleich tot. Also die halten nichts aus. Machen wir tierisch viel Schaden. Erinnern mich irgendwie an uns. Oh, 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 oh. Das wird jetzt ein Artillerieduell, hm? Du heil dich. Du heil dich. Wir brauchen unbedingt den Gruppenheilzauber. Sobald wir Körpermeister sind, du heil dich. So. Gott. Heilung, 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 Heilung. So. Ein Raum gesichert. Und hier ist gar nichts, außer ein bisschen Gold. Können wir das wirklich brauchen? Ein billigen Schild. Heilung, auf dich. Du bist das wichtigste Mitglied momentan. Denn wenn du überlebst, kannst du alle wiederbeleben. Oh. Was hockt ihr da alle beim Bett rum? Sehr komisch. Oh, ein grünes Fass. Und wir hätten gerne Bewahrung auf alle. Oh, warte. Heil trotzdem nochmal Girogon, nur für den Fall, dass die Kiste ihn auch umhaut mit einem Schlag. Was ich nicht unbedingt glaube, aber es kann passieren. Mein Fehler. Das erkenne ich nicht. Wir müssen etwas loswerden. Nee, das wird nicht so toll sein. So, du heil ihn. Du mach das auf. Mein Fehler. Das ist doch Verarschung. Okay, wir müssen raus hier. Wäre machbar. Das rentiert sich momentan noch nicht wirklich, weil die Gegner machen ziemlich viel Schaden und die Beute ist ziemlich mau. Also das können wir angehen, sobald wir unsere Druidin zu einer Großdruidin gemacht haben und unsere Zauberin zu einer Magierin. Dann dürfen wir schon mal einen Zacken stärker sein. Das war der Ausgang, richtig? Wir müssen richtig. Wir müssen gern Begegnung. Was? Stinkige Elfen. Na gut, kann ich nachvollziehen. Ich habe eure Trompete getötet. Gestohlen. Getötet habe ich eure Brüder und Schwestern, die in dem Dungeon hinter der Trompete waren. So. Okay. Und einfach nur weg. Wo wir in die falsche Richtung weglaufen. Wir müssen nämlich da hinten gucken, ob da irgendwo eine Truhe ist. Und wir müssen auch gar nicht mehr weglaufen, weil wir jetzt alle wach sind und volle Zauberpunkte haben. Ja. Töten wir die Elfen. Kann ja nicht sein, dass die einfach so Girogon alleine verprügeln wollen. Wenn er drei Damen gerade Huckepack wegträgt aus einem Dungeon. So. Gib mir bitte eine Truhe mit einem Golem-Teil hier irgendwo. Sieht irgendwie nicht so aus. Nö. Ganz schön enger Pfad. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Du mach bitte Federfall an. Was sagt die Karte? Karte sagt, hier ist gleich nichts mehr. Also wir könnten übers Wasser laufen und versuchen eine Insel zu finden. Ich denke, das mache ich auch gleich. Also du... Wasser laufen. Oh, da hinten ist was. Okay, ich habe nichts gesagt. Moment mal, wir können da gar nicht hin. Was zur Hölle? Das ist nicht nett, Spieleentwickler. Oh, hier haben wir mehr von den Nymphen. Viel mehr von den Nymphen. Ich kann auch nur ein, zwei umbringen. Nichts geht über einen guten Kampf.
Oh, und der Drache darf nicht sterben. Da haben wir ein Problem, den sacken wir nämlich ins Wasser ab. So, ich glaube, wir haben... Oh, wir haben 2, 3 umgebracht. Waren wir hier überhaupt schon? Ja, waren wir. Ich habe das Gefühl, dass der Golem Kopf... Nee, Arm, Torso, was auch immer, da ist. Nicht nachts über Wasser wandeln. So, dann hätten wir noch gerne Auge. Wir hätten gerne Heldtum. Wir hätten gerne viel Glück. Dann laufen da jetzt rein, versuchen ein, zwei umzubringen. Oh, und Bewahrung. So. 1, 2 umzubringen. Hier sind noch ganz schön viele Inseln. Wasserelementar. Flutsch. Alles weg. Oh, und das muss repariert werden. Das schaffe ich nicht. Das ist jetzt nicht so gut. Reparieren Meister wollten wir noch werden. Ja, da war was. Ach, hier sind viel zu viele Inseln. Okay, du... Heilung. Ossi. So, hier ist nichts Aggressives. Hellseher. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Hellseher. Geh weg. Alchemist. Was machst denn du? Euch. Repariert alle magischen Gegenstände. Keine Waffen und Rüstung. Schlosser. Nichts. Knappe. Verwalter? Was machst denn du? Hallo. Mehr Gold. 10. Alchemie Großmeister. Das wird schon mal wichtig sein später. Können wir das wirklich brauchen? Meditationsgroßmeister. Können wir noch nicht richtig. Meditation. Nee, kann sie als nächste Stufe. Was machst du? Ein Heilbrunnen. Das ist eine schicke Insel hier. Körpermagie Großmeister. Also ja, entlegene Insel, Großmeister, Lehrer, macht Sinn. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Aber keine Truhe. So, ich gucke mal ganz kurz hier. Und danach gehen wir zurück zu den Nymphen und versuchen da wieder 1, 2 umzubringen und so weiterzukommen. Und da oben ist schon wieder ein Haus eingezeichnet. Wir können da nicht hin, weil die Karte da zu Ende ist. Das ist echt nicht nett. Naja, hat den Anschein, wir müssen wirklich bei den Nymphen auf die Insel, wo die 20, 30 Stück waren. Da war auch irgendein Konstrukt, aber ich denke, da wird auch eine Kiste sein für... Kopf, Torso, Körperteil, was auch immer. Ja, da ist ein Obelisk. Oh, das ist eine andere Insel. Aber da ist eine Kiste. Und da ist eine Kiste. Alle werden mit Fallen versehen sein. Wir werden sterben. Oder auch nicht. Können wir das wirklich brauchen? Komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen alles wir wirklich noch so ein mit albernes Ding? Das tut irgendwie weh. Au, au, ja. Au. Und da ist ein Arm. So, weg. Weg, 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 weg. Du musst sie heilen. Oh, nicht gut. Du musst sie auch heilen. Du musst sie auch heilen. Du musst ganz schnell Wasserwandel machen. Weh. Und jetzt muss Talan überleben. Sonst sacken wir gleich wieder ab. 18. 18 ist gut. Heilen. Lauf, 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 lauf. Ganzen Projektile auf der Minimap. Oh. Ja, Ruanera ist nicht ganz so wichtig. Aber wir können sie trotzdem heilen. So. Und hier war doch eh ein Heilbrunnen. Oh, oh, die Dorfbewohner werden alle umgebracht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Deckung. Sie halten sich jetzt fern. Okay, also ein Dorfbewohner wurde wegen uns umgebracht. Das ist echt nicht schön. Aber können wir nicht ändern.
Gibt's das Haus jetzt wirklich? Ah, das ist der Feenhort, wo wir nicht rein, wo wir keinen Schlüssel haben. Guti, also. War ziemlich hektisch. Aber wir haben den Golem-Teil. Das heißt, es fehlt nur noch das aus dem Tal der Hügelgräber. Und wir haben zwei sehr interessante Dungeons gefunden, die wir später mal angehen könnten. Jetzt müssten wir aber einen Rüstungsschmied finden, um die Rüstung von Lady zu reparieren. Gab's hier doch irgendwo, oder? Ja, ich glaube hier. Haben wir vielleicht ein Level-Up? Jupp, zwei Level-Ups. Sehr schön. Übung macht den perfekt. Für dich und für dich. Die allerbesten Waffen. Verkaufen? So. Danke. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Dich und dich und dich. Und reparieren musst du erstmal ausziehen. Kommt rein. Reparieren? Wie kann ich euch helfen? Warm. So. Kenn ich nicht. Du guck mal, was das macht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Nicht so viel. Du kriegst jetzt einen Ring mit mehr Lebenspunkten. Das kann alles weg. So. Nächster Schritt. Nächster von vielen Schritten. Erstmal gucken, ob wir hier in Afli noch Aufträge haben. Steinmolit haben wir besucht. Golem-Teil haben wir gefunden. Wir müssen eine Statue aufstellen, aber wir haben noch keine Statue gefunden. Macht also noch keinen Sinn. Lehrer. Notizen. Gibt es Lehrer in Afli, die für uns interessant sein könnten? Talia, Nicken, Afli, Meister des Kettenpanzers. Kann sie noch nicht. Stedwick, Afli, Meister der Luftmagie. Können wir noch nicht. Oh, warte mal. Nee, können wir nicht. Weiter. Nicken, Tolerische Forst. Großmeister, nein. Meister der Geistesmagie waren wir gerade eben erst. Tatalia, Brakada-Wüste. Großmeister der Meditation, nee. Meisterin der Fähigkeit Waffenmeister. Und das war's. Waffenmeister kannst du noch nicht Meister werden, hm? Nee, nö. 11 Punkte hast du. Dann. Ich glaube, ich sollte die passiven Sachen, also die Rüstungssachen, erhöhen. Oder hatte ich in der letzten Folge irgendwas anderes gesagt? Reparieren müssen wir einfach nur auf Meister bringen, dann dürften wir auch mehr reparieren können. Meditation bringt für ihn nicht wirklich viel. Körpermagie sollte er Experte werden und auch ein paar mehr Punkte drin haben, damit er mehr heilen kann. Wir haben ja gerade gesehen, dass es recht wichtig war, sie jetzt schnell hochzubekommen und seine 2-3 Punkte haben da fast nichts gebracht. Also machen wir Platte, Körpermagie. Und du Körpermagie-Meister. Wo war der Körpermagie-Meister? Schmiedekunst, Feuermagie. Großmeister, Geistesmagie, Süden Tatalias, Bruder Bomba, so ein interessanter Name. Also Süden Tatalia, um den Meistertitel noch zu bekommen. Dann eigentlich Tal der Hügelgräber, um den letzten Golem-Teil zu finden. Und dann gucken wir weiter. So, bringst du uns irgendwo hin, wo wir hin möchten? Ahoi! Anker hoch und Segel setzen! Der Tali hat auch einen Hafen, oder? Gucken wir mal. Ahoi! Anker hoch und Segel setzen!